Das Projekt Schwalbe 1 war eines der größten und geheimsten Bauprojekte des Dritten Reiches. Da der Bau unter Tage stattgefunden hat, wird die Anlage auch als Untertageverlagerung bezeichnet. Sie trägt auch den ursprünglichen Decknamen Eisenkies und ist eine der größten Stollenanlagen im Sauerland. Im Rahmen des Geilenberg-Programmes zur Sicherung der kriegsrelevanten Mineralölindustrie vor der totalen Zerstörung durch die alliierte Luftwaffe begann man Ende 1944 im versteckt liegenden Höhnetal mit dem Ausbau dieser gigantischen Stollenanlage. Der zehnmonatige Stollenvortrieb und Ausbau erfolgte durch umfangreichen Einsatz von 10.000 Zwangsarbeitern und Häftlingen im Schichtbetrieb. Trotz der Dimensionen und damit verbundenen Logistik blieb das Projekt lange unbemerkt. Zur Luftverteidigung der Großbaustelle lagen mehrere strategische Abwehrmaßnahmen vor. Unter anderem wurde das Projekt ringsum von Flakbatterien verteidigt. Zum größeren Luftangriffen scheint es aber nicht gekommen zu sein. Heute nehme ich euch mit auf die spannende Reise in diese Untertageverlagerung. Wir werden uns alle Stollen anschauen, wir werden durch enge Kriechgänge gehen und wir werden noch viele Relikte aus der damaligen Zeit sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Video. So, meine Freunde, wir sind angekommen. Das ist der oder einer der Eingänge von damals. Und ich hoffe mal, dass wir Glück haben und dass wir da reinkommen. Oh, das beste Wetter. Oh. Oh ja. Leute, wir haben auf jeden Fall Glück. Steht auf. So, da geht das jetzt rein. Auf jeden Fall trocken. So. Okay. Also Leiter ist doch noch da, ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Also Leiter, ja. Oder? Ich guck mal. Das sieht noch mal so eine Art Leiter aus. Warte. Okay. Boah, ist das eng, Leute. Ist das eng. Gut, dass wir vorher noch bei Meckes waren. Ja. So, dann hoffen wir mal, dass nicht das hier runterrutscht. Ja, nimm lieber die andere. Ach, was? Die ist so super. Also mir kann dabei nichts passieren, Leute. Also keine Sorge. Ne? So, ja. Kommt schon kalt aus dem Loch. Oh ja. Du gibst mir dann gleich erstmal die Leiter an. Die wird dann nicht durchkommen. Mein Rucksack ist schon nicht. Oh. Oh. Geschafft, Leute. So, ich zeige euch mal, wie das hier so aussieht. Warte, ich gehe mal eben auf die Leiter. Dann kannst du mal das Zeug geben. Jetzt gerade mal wieder. Nee, zieh die nochmal hoch. Kannst du die mal da unten einmal gerade stellen? So, ja. Und so jetzt. Ich hab gerade auch Druck gespürt. Wo kommt denn das her? Was denn? Alter, was wackelt diese Leiter denn so? Warte. Aha, gute Idee. So Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das nicht nachmachen müsst. Ja, genau. Warte, das geht doch. Hast du? Ja. Wir befinden uns heute in einer Untertageverlagerung und hier wurde ein Hydrierwerk und ein Dehydrierwerk installiert, welches aber nicht mehr zum Einsatz gekommen ist. Das eine war für Treibstoff und das andere war für Kerosin. Und genau. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht. Kein Problem. Und in Summe haben wir bis zu 10.000 Arbeiter gearbeitet. Teilweise Wehrmachtsangehörige, die im KZ waren, später auch Zwangsarbeiter. Und ich würde vorschlagen, wir reden nicht mehr viel, wir steigen direkt ein und ich zeige euch mal die Anlage. So, meine Freunde, da sind wir gerade reingekommen und wir schauen mal, ob wir noch die Relikte der Vergangenheit erkennen können.
wichtig zu sagen, die Anlage wurde ja im Zweiten Weltkrieg ausgebaut, nach dem Zweiten Weltkrieg aber noch genutzt. Und deswegen ist es nicht immer ganz einfach zu sagen, ob die Dinge, die wir hier noch finden, das hier scheint eine Belüftungsanlage zu sein, sogar noch mit vorhandenem Motor. Und selbst die elektrische Einrichtung ist noch zu sehen. Hier waren früher die Sicherungen drin. Das Typenschild würde uns sicherlich mehr verraten, aber leider ist es nicht mehr kenntlich. Und sogar noch die ganzen Schalter. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall aus der moderneren Zeit. Aber zu 100% kann man das nicht mehr sagen. Hier haben wir Übertrager und altes Starkstromkabel, was hier reinkommt. Und das war damals der Einstieg bzw. die Einfahrt in das Bauwerk. Und so, das ist der Blick in die Anlage. Bist du bereit? Alles klar, ich gehe vor. Ja, man konnte auf jeden Fall mit dem LKW hier reinfahren. Hoch genug ist es. Und da vorne können wir noch Isolatoren sehen, Reste von der Beleuchtung. Und hier die Rohre für die Belüftung bzw. Entlüftung der Anlage. Auch hier noch ein altes Kabel. Das ist aber auch aus der Neuzeit. Man kann hier sogar noch die alten Abdrücke der Bohrer erkennen. Man hat also hier mit Bohrmaschinen gearbeitet, um sich in den Fels zu bohren. Und da hinten können wir eine Steinzerkleinerungsanlage erkennen. Und hier liegen noch überall die Rohre rum. In einigen Jahren ist wahrscheinlich nicht mehr viel davon zu erkennen. Auch Frischwasser wurde hier eingebracht. Das ist, schaut euch mal da hinten an. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Bereiche wurden, als die Anlage verschlossen wurde, komplett zugemauert. Einige Schatzsucher haben sich die Mühe gemacht, das wieder aufzumeißeln. Und hier können wir sehen, dass wir in eine erhöhte Sohle gehen können. Und das werden wir auch gleich tun. Aber erstmal schauen wir uns ein bisschen um, ob wir hier spannende Relikte auf dem Boden erkennen können. Nee. Da vorne, da können wir aber auf jeden Fall noch was Spannendes sehen. So ein bisschen diesig ist es. Ah ja, die Sauerstoffflasche ist hier noch. Die habe ich damals auch gesehen. Da war die aber noch nicht durchgerostet. Auch ein altes Kabel. Geht bis nach da vorne. Und hier noch ein altes Werkzeug. Und noch eins. Und schaut euch das mal an. Krass. Das ist ja heftig, das alte Tor. Alte Beleuchtungsanlage. Wow. Mensch. Krass. Das müsste der Zertrümmerer sein. Wir schauen uns das mal an. So, meine Freunde. Also, wir haben hier gerade ein paar Fotos gemacht für Instagram, YouTube und Co. Ich zeige euch hier nochmal den Blick über die Anlage. Und da gehen wir jetzt hoch. So, ich marschiere nochmal.
Aber schaut euch mal dieses Monstrum an. Schon richtig spannend. So, da gehen wir jetzt hoch. Wirklich alles noch da. Ah, Leute, das sind die Zertrümmerer. Das sind die Zertrümmerer hier. Die wurden hier über diese Seilzüge, sind das? Seilzüge angesteuert. Und dann haben die die Steine zerkleinert. Vielleicht haben wir da noch ein Typenschild, genau. Baujahr 61. Baujahr 61. Schläge 5. Wahrscheinlich waren hier Motoren dran. Und dann nach links, nach rechts und über diesen Seilzug wurden die dann bewegt. Eine alte Ölkanne. Das ist eine Welle hier. Kann ich mir vorstellen. Gesamte Schaltschrank ist noch da. Und das sind irgendwelche Bänder, die hier so lang laufen. Schaut euch das mal an. Alte Steckdose. Und da ist das Gestein dann runtergefallen. Das wäre die letzte Ladung, die man noch zerkleinert hat. Und dann wurde das unten wegtransportiert. Vor Öffnen des Deckels Schalter schließen. Und das war der Notaus hier. So, dann gehen wir mal weiter, bevor wir den Anschluss verlieren. Wie gesagt, das hier ist nach dem Krieg entstanden und hat nichts mit der ursprünglichen Anlage zu tun. Hier sehen wir noch die alten Bohrungen. Auch ganz froh, wenn ich hier runter bin. Ah, jetzt haben sie gerade das Licht ausgemacht, schade. So. Da ist dann einfach Ende. Hier ist dann die Lok reingefahren, hat dann hier gehalten, wurde hier beladen und ist dann einfach wieder rausgefahren und wurde dann entladen. So hat das damals funktioniert. Das bedeutet also, über uns muss es definitiv noch eine Sohle geben. Und die habe ich noch nie irgendwo gesehen. Mal schauen, ob wir die gleich suchen oder wie wir damit umgehen. Weil das wäre natürlich noch mal richtig spannend. Hier ist der Zerkleinerer. Der wurde anscheinend auch wassergekühlt. Vielleicht war es aber auch nur dafür da, dass hier nicht zu viel Staub entstanden ist. Übertrager. Da haben wir hier wahrscheinlich den Motor dran. Und hier über die Welle wurde dann dieses Getriebe angesteuert, von einem kleinen auf einen großen Ritzel. Und dann wurde der, oh, das sind die Gegengewichte hier, wurde der in Betrieb genommen und ist dann rauf und runter. Hier sehen wir die Unwucht und dadurch ist es dann hoch und runter gegangen und hat dann die Zerkleinerer angetrieben. So, da haben wir doch ganz gut zusammen herausgefunden, wie das Gerät damals funktioniert hat. Ja. Die Schienen wurden dann auch alle demontiert. Die gingen dann, wie gesagt, ist da vorne raus. So, und jetzt gehen wir zu dem Teil der alten Anlage. Die alten Rohre
Uhr liegen hier noch. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht runtergleiten. Altes Fundament. Wird wahrscheinlich auch mal ein Motor gestanden haben. Und wir gehen jetzt hier in den alten Teil der Anlage rein. Gut, das haben sie hier weiter geöffnet. Und hier wurde Treibstoff bzw. Kerosin hergestellt. Und hier ist damals ein großer Brocken runtergekommen. Schaut euch das mal an. Bis da oben. Altes Kabel noch. Und Hydrewerk ist für Treibstoff und Dehydrierwerk ist zum Erstellen von Kerosin, sprich Flugzeugbenzin. Und die Anlagen wurden hier unter Tage verbracht und aufgebaut und kurz vor Ende des Krieges sollte die in Betrieb genommen werden. Man hatte sie aber nicht in Betrieb genommen, weil das Ende des Krieges dann doch schneller eingetreten ist, als man das erwartet hatte. Wie ihr vielleicht wisst, ist es ja so gewesen, dass Deutschland, und das ist ja heute nicht anders, keinen direkten Zugang zu Öl hat. Und deswegen ist man immer von Importen abhängig, auch heute ja noch. Und deswegen hat man über verschiedene Verfahren herausgefunden, dass man auf oder von Kohle durch Hydrieren und Dehydrieren verschiedenste Treibstoffe herstellen kann. Und das wurde insbesondere in Polen sehr stark auch durchgeführt, aber auch in Deutschland, damit die Versorgungswege natürlich insbesondere zum Ende des Krieges nicht so weit waren. Warum Polen? Weil man natürlich die Sowjetunion angegriffen hatte. Und da war der Weg in Richtung der sowjetischen Frontlinien nicht so weit, als hätte man das dann durch oder von Deutschland aus rantransportieren müssen. Schaut euch da mal an, wie klar das Wasser ist. Und hier ist Ende. Also bei Wikipedia steht, dass es eine der größten Anlagen war, die als Untertageverlagerung gebaut wurden. Ich habe euch mindestens schon zwei Anlagen gezeigt, die deutlich größer waren. Also der Beitrag bei Wikipedia ist auf jeden Fall zu überarbeiten. Und hier sehen wir sogar noch ein altes Bohrgestänge, Leute. Das ist schon krass, nach so einer langen Zeit. Hier sehen wir die Aufnahme. Müsste sechskant sein. Und den hat man dann drin gelassen. Vermutlich, weil man ihn nicht mehr rausbekommen hat. Hier noch ein. Und schaut euch mal an, wie lang die damals waren. Ich hoffe nur für die Arbeiter, dass man schon richtige Maschinen hatte. Und hier sehen wir sogar noch den Bohrschleim. Mal gucken, ob ich da rankommen kann. Ja, der ist sogar weich. Krass. Das ist schon Highlight. Ist mir damals nicht aufgefallen, als ich hier war. So, und ich gehe jetzt einmal zurück und melde. Ja, wie macht man überhaupt aus Kohle Benzin? Beim sogenannten Fischer-Tropsch-Verfahren wird die Kohle zunächst in der Kohlevergasung mit Wasserdampf und Luft oder Sauerstoff zu Synthesegas umgesetzt, welches anschließend katalytisch zu Wasserstoffen und Wasser umgesetzt wird. Endprodukte sind dann Benzin bzw. natürlich synthetisches Benzin. Beim Kerosin ist das ein bisschen anders. Dabei wird die Kohle zunächst unter Einfluss eines Katalysators mit Wasserstoff behandelt. Beim bisherigen Prozess wird die Kohle bei der Umwandlung in einen flüssigen Treibstoff zunächst in ein Synthesegas verwandelt, das vor allem aus Kohlenmonoxid und einer geringen Menge Wasserstoff besteht. Das ist natürlich sehr stark vereinfacht. Wenn ihr Interesse habt an solchen Themen, schaut euch gerne den Wikipedia-Beitrag an.
Hier hat man Ziegelsteine eingebracht. Und jetzt gehen wir in den Bereich, wo wirklich sehr hohe Deckenhöhen sind. Und hier können wir noch so Holzpfeiler erkennen. Die Frage ist nur, wofür waren die damals? So, da seht ihr mal das Größenverhältnis. Also Deckenhöhe würde ich auf gute 8 Meter schätzen. So, links geht ein Abzweig. Die Dinge habe ich auch schon mal gesehen. Vielleicht lagen damals so Holzbohlen drin für die Lore. Und hier kann man wunderschön die Gesteinsverwerfung erkennen. Schaut mal, das ist ja wunderschön. Wow. Ich habe auch schon Anlagen gesehen, wo ich wirklich Angst bekommen habe, dass da Gestein oder Geröll runterkommt. Aber hier, das ist so fest, da mache ich mir gar keine Sorgen. Boah, schaut mal. Das ist schon spektakulär. Wow. Mega. Wow, das ist ja krass. Und keine Ahnung, das ist. Die Geologen von euch wissen wahrscheinlich, was das hier ist. Und. Ne, was? Eine Grasader? Ach, Quarz. Schaut euch mal die Deckenhöhe an. Das ist ja abnormal. Und hier? Das scheint Lehm zu sein. Ja, Lehm ist das. Lehm ist das, nicht Quarz. Ja. Hm? Ich glaube, das. Ja, wahrscheinlich Lehm, Quarz, Ader. Ja, das ist. Weil, guck mal, da oben hast du mehrere von irgendwelchen Adern. Also. Aha. Da ist sämtlicher Müll mit drin. Ja. Schaut euch das mal an. Hier kann es natürlich sein, dass mal was wegbricht und weggammelt, aber so wirklich in diesem Bereich mache ich mir keine Sorgen. Die Frage ist nur, wie sind die da hochgekommen? Das bedeutet, hier müsst ihr. Was ist ein Steiger? Nein, die hatten wir schon. Ja, bitte erklär mir das mal. Also, wie das aufgefahren wurde, wie man auf die Höhe kommt, das ist eigentlich ganz einfach. Man hat hier mit Holzgerüsten gearbeitet. Man ist reingefahren, hat einen Pilotstollen gemacht. Also den hat man auf 2,50 Meter vorgetrieben. Da hat man Holz quasi untergebaut und oben auf dem Holz hat man dann weiter nach oben getrieben. So, und als man oben war, hat man darüber noch eine Plattform gebaut, je nachdem wie hoch man wollte. Also das kann man ewig fortführen. Oben dann wieder das lose Gestein raus, nach unten abgeführt und dann wieder gebohrt, gesprengt. So, wenn man das hatte, ist man nach links gegangen und nach rechts gegangen. Dann hatte man so eine Art Pilzstruktur. Das war auch gut, da konnten dann auch oben halt die Arbeiter richtig drauf stehen und dann quasi oben reinbohren und dann wurde unten der Teil links wie rechts noch rausgesprengt, also gebohrt und gesprengt, war Bohr-Spreng-Methode. Und dann hatte man die fertige Dimension, wenn man sie erreicht hatte. So ist das Ganze damals hier passiert. Das ist im Prinzip ganz normaler Bergbau. Aber man hat das so weit revolutioniert, auch mit der Fertigbauweise dann, dass man da Stahlbeton eingezogen hat, dass die US-Amerikaner das im Krieg, also nach dem Krieg, erbeutet haben, dieses Verfahren, und dann auch umgesetzt haben, weil das sehr effizient und effektiv funktioniert hat. Okay, vielen Dank. Bitte gern. Und es macht immer wieder Sinn, auch auf den Boden zu schauen. Hier sehen wir noch ehemalige Schienen. Aber komplett verrostet. Der ist blind, der Stollen. Hier haben wir noch eine alte, wie heißt die nochmal? Das ist eine Schwelle. Schwelle, Bahnschwelle. Genau. Wollt ihr deine Tasche noch haben? Ich geh schon mal zurück. Wie zurück? Wohin? Hier unten? Nee, du warst doch noch. Kommst nicht mit, du warst schon durch, komplett. Ja, aber, hä? Wie kannst du hier auf die Vorstellung? Und hier schaut mal, hier sehen wir sogar noch die Bohrkrone. Das ist krass. Leute, dass hier noch der Bohrkopf drauf ist. Hat sich seit 80 Jahren nichts verändert. Mhm. Ja, Meißelbohrer. Genau.
Ja, hat, ist allerdings krumm, ne? Ja, das ist egal, aber so. Ja, so arbeitet der? Der dreht sich nicht? Kann sein. Ich glaube, das ist wie heute bei der Schlachtbaumaschine. Aha. Felix bohrt schon mal weiter. Ja, wollen noch ein bisschen sprengen heute. Wir holen dich dann in einer Stunde ab. Und hier sehen wir noch die Schienen, Leute. Bahnschweller. Wow, schaut mal. Mega. So. Wunderschöne Steine. Ne? Der Frankfurter unter euch, der wird wahrscheinlich jetzt an was anderes denken. Schaut euch das mal an, Leute. Die steht schon ein bisschen länger. Guck mal, die haben damals mit Metallschwellen gearbeitet. Ja, tatsächlich. Boah, die ist komplett durchgerostet. Aber das ist ein schönes Relikt. Da müssen wir durch. Ja, ganz genau. Ja, ich sag's. Dann wird das richtig riesig. Mhm. Aber das geht dann genauso weiter. Also Leute, da müssen wir jetzt durch. Ja, ist doch geil. Da müssen wir jetzt durch. Schaut euch das mal an. Wie riesig das dahinter ist. Hier sind die großen Felsformationen, die von der Decke gefallen sind. So. Jawohl. Schaut euch das an. Und da sollte man nicht hingehen. Also es gab in Summe 3 Eingänge und das hier ist der letzte. Das bedeutet, hier sollte man nicht weitergehen, weil oben das Übungsgelände der Polizei ist. Und hier, ab hier beginnt das Schießgelände und der Pförtner ist Tag und Nacht da. Ich würde da nicht raus und wir wollen alle noch mal rein. Nimmt nichts mit außer Erinnerung und der lässt ja nichts außer Schatten. Sollte unser aller Schleicherkodex sein. Genau. Und die schönen Steine hat man hier hingelegt. Schaut mal. Wunderschön. Wow, ein riesiger Trümmer. Ich weiß gar nicht, ob man da aufgewacht wird. Immer. Tag und Nacht ist der Pförtner da. Das Objektschutz, ne? Mhm. Mhm. Und hier liegt noch eine Platte auf dem Boden und die alten Schienen. Da müssen wir gleich lang. Das ist aber alles Abraum. Das ist nicht von oben runtergekommen. Außer hier vielleicht. Aber das hier scheint alles Abraum zu sein. Boah, Leute. Das ist schon spannend hier. Auch wieder ein Bohrer. Hier ist auch was runtergekommen.
tatsächlich war ich hier auch noch nicht. Das ist auch neu für mich. Dieser Bereich. Tatsächlich Ende. Das sind die Manschetten für die Lüftungsrohre wahrscheinlich. Boah, bis hierhin bin ich nie gegangen. Ja, geht's noch weit? Sogar noch die Turbine drin. Da ist blind. Da müssen wir jetzt hoch. Also Leute, mal, schaut mal. Da müssen wir jetzt hoch. Damit hat man einen ganz guten Größenverhältnis. Wenn man Licht ausmacht, mit Licht sieht das irgendwie direkt kleiner aus. Kollegen sagen gerade das Ende. Da geht es nicht mehr weiter. Aber ja, es ist ziemlich sicher, dass es damals dort weiterging. Wir sind jetzt soweit fertig. Wir werden jetzt den Weg zurückgehen. Und ich hoffe mal, dass ich hier gesunden Fußes auch hochkomme. Ich werde mir mal eine schöne Stelle suchen. So. Geschafft. Oh, das war gut. So, und jetzt ein bisschen aufschließen. Und dann melde ich mich vom Hauptgang noch mal wieder.
So, wir sind jetzt am Ausgang. Der Favorite geht schon mal vor. Ich werde die Leiter sichern. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er das hinkriegt. Dann gucke ich mir das nämlich ab. Okay. Ja. So, das sieht sehr elegant aus. Respekt, Bruder. Kann jemand die Leiter sichern? Ja, klar. Willst du erstmal die ganzen Rucksäcke führen? Ja. Soll ich filmen? Und da einmal die Teleskopleiter. Ja, der Einstieg ist hier, glaube ich, ein bisschen. Ja, natürlich. Deshalb habe ich gesagt, nimm Handschuhe mit. Willst du meine haben? Hier ist mein Gesicht. Ja, ich weiß. Ich habe nur geguckt, wo ich hintrete. Er ist einfach unten durch hier. Mm. Schön.